Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Splatoon 3 Online. Falls Waffenwünsche reinkamen, kann ich jetzt noch nicht drauf eingehen, denn dieser Part ist ein bisschen vorproduziert. Denn die Woche, wo dieser Part rauskommt, bin ich nicht zu Hause. Darum, ja, falls Waffenwünsche reingeschrieben wurden, kann ich jetzt hier in diesem Part noch nicht drauf eingehen. Vielleicht aber dann im nächsten Part, spätestens im übernächsten Part. Und ja, darum habe ich mir selber heute mal wieder eine Waffe rausgesucht. Und zwar eine Waffe, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier im Let's Play hatte. Schon seit Ewigkeiten. Einmal ja. Ich habe auch versucht zu gucken, wann. Das muss zur Anfangszeit von Splatoon 3 gewesen sein, 2022, als ich diese Waffe hatte. Und jetzt nehmen wir da eine andere Variation von. Und zwar der Dynaroller. Tatsächlich der Dynaroller. Ich weiß, ich habe versucht, laut der Playlist zu gucken, wann ich den anderen Dynaroller mal hatte, in welchem Part. Aber ich habe es jetzt nicht so herausgefunden. Also vielleicht habe ich das auch einfach übersehen. Weil normalerweise packe ich ja aufs Thumbnail immer so mich als Charakter mit der Waffe. Aber das habe ich in den ersten Parts noch nicht gemacht. Und wenn es nicht unbedingt im Titel stand und auch am Thumbnail nicht ersichtlich war, dann habe ich das jetzt leider nicht entdeckt. Aber es muss dann halt, wie gesagt, sehr am Anfang gewesen sein. Darum nach langer, langer Zeit mal der Dynaroller. Wir haben noch zwei Dynaroller vor uns und ich nehme jetzt den Tesla mit Bluffbomber und Klecksbomber. Ja, die Klecksbomber, die war so gesehen der Ausgangspunkt, warum ich mich jetzt für den Tesla entschieden habe und nicht für den anderen Dynaroller. Der hatte, glaube, da kann ich nochmal kurz gucken, was hatte der andere Dynaroller hier unten. Der hatte Sprinkler und Tank. Ja, daher heute Dynaroller. So, mit dabei ist Ben in meinem Team. Ja, und das war es dann auch schon. Dadurch, dass ich die Folge ja vorproduziere, nehme ich das jetzt an einem ungewöhnlicheren Tag, sage ich mal, auf. Es ist gerade Montag. Ich habe erst gestern die letzten beiden Parts aufgenommen. Daher, ja, es ist halt jetzt an einem Montag mal aufgenommen und dadurch ist das jetzt auch so, dass halt nicht so viele hier sind. So wird es auch nochmal im nächsten Part sein, aber es ist ja nicht so schlimm. Darum habe ich mir heute auch den Dynaroller so ein bisschen ausgewählt, wo jetzt nicht so viele Profis, sage ich mal, am Start sind aus der Community, dass ich mir den Dynaroller jetzt hierfür nehme, dass ich hier ein bisschen ruhigeres habe, vielleicht ein paar, ich sag mal, schwächere Gegner und so weiter und so fort. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ach, guck mal, da habe ich jetzt direkt auch einen bekommen. Die Robobombe hat mich gerade ein bisschen genervt. Ja, ich habe ihn mitgenommen. Sehr schön. Ja, immerhin schon. Oh. Ach, die Blockbombe. Geil. Ich wollte gerade sagen, schon mal zwei Kills und ein Tod. Ich bin in der positiven Garde drin. Aber das war jetzt ja so. Drei Kills und ein Tod. Das ist natürlich umso schöner. Warte, kann ich den da hinten erreichen? Klecksbomben sind keine schlechte Idee. Klecksbomben sind keine schlechte Idee. Kugel, Vorsicht. So, zack, aber ich... Na, leider reicht mein Dynaroller nicht so weit. Na, gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Wir sind sogar in Gefahr. Das gefällt mir natürlich nicht so. Aber guck mal, das wird irgendwie. Wird irgendwie. Das Schöne am Dynaroller ist, ich habe eine große Fläche, wo ich hier so rollen kann und dann färben kann. Das ist schon mal ganz gut. Und ich kann sehr weit spritzen hier. Und wir haben Disconnect. Na, klasse. Und wir sind schon bei 2 Minuten drüber. Das heißt, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. 3 gegen 4. Das wird jetzt so schwierig, zumal wir jetzt eh hinten lagen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir überhaupt hinten liegen, weil wir vielleicht einen Teammate hatten, der nichts getan hat. Weiß ich nicht. Ich ein bisschen auf die Dings gucken müssen. Ja, ich habe einen mitgenommen. Ich dachte, ich gehe mal hin, mach mal ein bisschen Selbstmordkommando-mäßig und versuche gleich mehrere, mindestens 2 mitzunehmen. Hat leider nicht ganz so funktioniert, weil die alle auf einem Fleck waren. Das war eigentlich als Dynaroller, hätte das jetzt so gut werden können. Also es war nicht dumm, da jetzt reinzugehen, würde ich mal sagen. Trotzdem habe ich hier ein paar Probleme gerade. Ich bin gerade auch gefühlt hier alleine. Ja gut. Wir haben es eh verloren. Also, hinter mir ist jetzt eh jemand. Achso, der wurde von Ben gekillt. Sehr schön. Aber das jetzt hier noch irgendwie rumzureißen. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Meine Blockbomber, die. Das bisschen Fläche, was die färben. Die sind auch ganz schnell wieder weg. Also, daher. Ja, okay. Es ist trotzdem eine okay erste Runde. Mit ein paar Kills. Also, hey, ich habe immerhin ein paar Kills. Ich glaube, ich sag's jedes Mal in einem Part, aber
Auch hier wieder. Das ist eine Waffe, mit der ich normalerweise nicht so gut klarkomme. Oh, jetzt hier nochmal färben, schade. Dino-Roller ist da auch nicht ganz so meins. Ich habe viele Waffen, die nicht so meins sind. Aber naja. Dafür haben wir das dann doch nochmal ganz gut hinbekommen. Dafür, dass wir nur zu dritt waren. Kann man schon eigentlich sagen. Daher hoffe ich mal, dass wir nächste Runde vielleicht keinen Disconnect haben. Das wäre schon mal ganz gut. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft. Sehen wir mal weiter. So, was sagt meine KD? 6-3. Hey, ich bin zufrieden. Also, ich bin echt zufrieden. Dafür, dass ich Dino-Roller so ewig nicht mehr gezockt habe. Über ein Jahr, vielleicht sogar schon 2 Jahre fast. Vielleicht hatte ich mal so einen Dino-Roller mal einen Stream einmal genommen, aber mehr auch nicht. Also, doch, ich bin zufrieden. Dann hoffentlich jetzt eine Runde, wo es ein bisschen fairer zugeht. Also, Ben ist zumindest wieder in meinem Team. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Mit Dual-Platscher auch ganz cool. Und wir haben sogar einen Player im Gegnerteam. Okay. Ja, gucken wir mal. Muss ja nicht sagen, heißen, dass das ein Anfänger ist. Muss ja nicht sein. Warum sagt er zu mir? Probiert er gerade. Oder hat er auch was vor? Ich weiß es nicht. Ich bin mal bei ihm mit. Und färbe hier mal schön mit um. Der spammt das die ganze Zeit. Warum? Also man sollte das schon verwenden, wenn man es auch wirklich einen Plan hat. So, Bluffbomber. Ja, Ben und der andere sind da schon ordentlich am Start. Ja, ich glaube, der will einfach nur ein bisschen reintrollen mit seinem zu mir. Solange er kämpft, richtig kämpft und richtig spielt, ist mir das egal. Dann soll er meinetwegen die ganze Zeit zu mir rufen. Vielleicht ist es auch so ein Herumspringtyp. Oh, ich habe den Player. Geil. Hui. Jetzt bin ich mal der Dino-Roller, der immer in der Gegnerbase mit ist. Boah, Ben, der macht sie alle. Ben, der macht sie alle. Weil sonst bin ich immer derjenige, der vom Dino-Roller immer gekillt wird. Wenn die Gegner schon bei mir in der Base mit drin sind. Jetzt ist es mal andersrum. Dann machen wir mal hier ein paar Bluffbomber noch hin. Eieieiei. Und der eine, die Sniper bei uns. Ist das ein... Nein, der Blaster da. Der Kontrollblaster oder was das auch immer ist. Ja, mein. Der färbt gerade bei uns ganz gut die Base um. Während wir hier gerade chillen in der Gegnerbase. Ja, gut, Player ist wieder weg. Die haben ja gar keine... Fisch! Was? Ja, ich würde mal sagen, ich gehe auch mal weg. Und ich färbe auch mal jetzt ein bisschen um. Guck mal, hier gibt es noch ein bisschen was zu färben. Mit Dino-Roller kann ich das eigentlich ganz gut machen. Können wir mal ein bisschen entspannen. Eben eine unfaire Runde. Ihr habt jetzt eine Entspannungsrunde. Jetzt eine sowas von eine Entspannungsrunde. Dass wir auch hier alles gut färben. Hallo zu mir, Typ. Ja, der färbt auch noch hier alles um. Ich habe das Gefühl, die zwei Teammates da kriegen das hin, Ben und der andere. Inkling AI. AI, AI, klingt cooler. Also AI, wer sagt sowas? Okay, der ist abgehauen. Ach komm, ich verfolge den mal. Ich bin jetzt der Jäger. Ja, mein. Oh Mensch, ey. Das ist doch eigentlich eine Trollrunde hier, oder? Das kann man auch nicht mal als normale Runde hier bezeichnen. Das ist doch eine Trollrunde. Ben, der hat da auf jeden Fall ganz viel Spaß hier. Der hat richtig viel Spaß. Ist der bisher einmal gestorben überhaupt? Jetzt auf jeden Fall. Das war... Was war das gerade hier? Also, das war schön. Es war irgendwie schön. Dadurch, dass keiner aus der Community im Gegnerteam war, habe ich das einfach genossen. Sonst hätte mir derjenige leid getan. Aber so. Boah, wir haben insgesamt fast 100... Nee, hat doch nicht. Ich kann nicht rechnen. Ich wollte gerade sagen, wir haben fast insgesamt 100% gefärbt, aber kann ja gar nicht sein. Und war auch nicht so. 89% waren das. So. Ja, meine KD ist auch ganz gut. Ich bin jetzt einmal, glaube ich, mal gestorben. Keinmal. Oh. Aber ich habe auch jetzt nicht so viele Kills, weil ich nicht die ganze Zeit halt vorne war. Aber, ja, kann man machen. Ben eben wirklich nur einmal jetzt am Ende gestorben. 19 Kills hat er und der andere hat 13 Kills.
Und wir anderen beiden, wir waren halt jetzt nicht die ganze Zeit vorne, daher wir haben viel gefärbt. Obwohl die anderen beiden auch viel gefärbt haben. Ja, okay, war trotzdem ganz cool. So, Ben wieder in meinem Team. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So soll es sein. Obwohl er sich vielleicht auch so selber denkt, ach, warum bin ich immer mit ihm in einem Team? Ich möchte jetzt gegen den Dinarella kämpfen. Keine Ahnung, was Ben da denkt. Vielleicht will er die Herausforderung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, ich werde hier jetzt erstmal weiter fern. Gehen wir gleich mal hier runter. Und das Schöne ist, ich bin verdammt breit. Ich kann hier schön färben, obwohl das Splatanon mir da ein bisschen Fläche weggefärbt hat. Aber so kann man das hier ganz schön machen. Zumal das Schöne ist auch, der Dino-Roller, der lässt keine Lücken so wirklich, außer vielleicht am Rand mal. Aber wenn man hier so richtig ordentlich färbt, sind dazwischen halt keine Löcher oder so. So. Guck mal. Da hinten ist ein Roller. Der ist besiegt. Sehr schön. Da war noch jemand. War ja die ganze Zeit schon da? Den habe ich gar nicht kommen sehen. So gar nicht, gar nicht. Ah, Gegner ist wieder in Gefahr. Gefällt mir. Komm, gehen wir mal weiter nach oben. Mit. Oh, ich hau ab. Na! Ah, oh! Aus einer Richtung kommen die Tinfernos. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da ist halt jemand. Ich weiß nicht, wo genau. Da irgendwo. Ja, klickst bei mir hier mal bitte. Ben hat ihn. Oder? Ja, jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Ja, guck mal, den habe ich angehetet. Und den habe ich. Geil! Da ist doch noch jemand, oder? Da ist jemand. Nein, ich war nicht. Das ist halt das Problem am Dino-Roller. Dass ich ewig brauche zum Springen. Wenn man schnell agieren muss, dann. Das wird doch nichts. Naja, bin ich halt auch nicht so ein Dino-Roller-Fan. Weil ich dieses lahm-Arsch hier echt nicht so ganz nice finde. So, bam. Was? Ich habe doch noch den Hit richtig gesehen. Oder war das der Tintenwald, den ich da gehittet habe? Ben ist der Letzte. Aber Ben macht das schon. Ben macht das schon. Der hat seinen Spaß hier in den Ohren. Wie es sich als Ben so fühlen muss, wenn man die Gegner alle so wegklatschen kann. Ohne Schwierigkeit. Bestimmt schon ein cooles, chilliges Leben. Ach, Ben ist tot. Ja, manchmal geschieht es auch dem Besten mal zu sterben. Das geschieht manchmal dem Besten. Ich brauche noch ein bisschen Tinte. Ein bisschen Tinte brauche ich noch. Dankeschön. Dann mache ich das hier auf die letzten Sekunden auch nicht schlecht. Okay, wir haben uns gegenseitig, weil ich den noch überrollt habe. Ich wollte eigentlich nicht diesen senkrechten Hieb machen, sondern den waagerechten. Aber ich musste halt in dem Moment so ein bisschen springen und da ist das so ein bisschen, ja. Oh, komm. Ja, ich habe den getroffen. Geil. Nein, der Tod am Ende war dann doch ein bisschen ärgerlich, weil ich nicht gesehen habe, dass da jemand hinspringt. Ich habe es erst in der letzten Sekunde gesehen, aber da war ja eh zu spät. Falls zu schwingen hätte nicht ausgereicht die Zeit. Aber naja. Sieg ist Sieg und das ist die Hauptsache. Hey, komm. Also wenn man die erste Runde mal nicht mitzählt, haben wir bisher nur gewonnen. Weil die erste Runde war ja 3 gegen 4, da konnte man nicht gewinnen. Aber so? Boah. Aber gut, ich hatte auch bisher immer nur Ben auch mit im Team 5-5. KD hätte jetzt besser sein können. Mal gucken, wie es ist, wenn Ben mal im Gegnerteam ist. Vielleicht ist das jetzt der Fall so. So, ja, tatsächlich. Tatsächlich. Naja, dann bin ich umso gespannter, was jetzt hier draus wird. Da darf ich jetzt keine leichten Fehler machen. Also von daher. Ich muss auch sagen, ich habe auch vor Ben, vor Blade, habe ich den allergrößten Respekt. Wie gut die so Splatoon zocken können. Und halt auch hier Blade auch mit Mario Kart, dass er da auch Turniere macht. Habe ich den allergrößten Respekt vor. Ich sag mal so, ich bin ja selber ja auch kein schlechter Splatoon-Spieler. Das bin ich ja auf jeden Fall nicht. Zeigen ja schon manche Runden. Oh nein, was? Das war natürlich Ben. Aber ich komme nie und nimmer an das Niveau von Blade und Ben ran. Nie und nimmer. Gut, bei mir ist es halt auch so, gerade in den Aufnahmen, dass ich halt verschiedenste Waffen zocke, mit denen ich normalerweise nicht so spiele.
Das kommt halt vielleicht auch noch dazu, dass ich halt unterschiedlichste Waffen zocke. Würde ich vielleicht so eine Waffe mal ein bisschen, ich sag mal, mainen. Ein bisschen mehr mainen als nur im Stream. Vielleicht wäre auch noch mal bei mir ein bisschen was möglich, eine Leistungssteigerung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber, ja, ich sag mal so, vielleicht werden wir es jetzt nach und nach so ein bisschen herausfinden, jetzt wo wieder Rangkampf läuft. Alle zwei Wochen, wir hatten ja letzte Woche erst den einen Part, der leider nicht ganz erfolgreich war. Wer es verpasst hat, kann da gerne einschalten, weil es waren trotzdem verdammt spannende Runden und war ein verdammt krasser Part. Wie jeder Rangkampf-Part, also vor allen Dingen die Rangkampf-Kämpfe sind immer verdammt spannend. Wer jetzt den Revierkampf hier zu lasch findet, der sollte bei Rangkampf unbedingt einschalten. Und da gibt es dann nächste Woche die nächsten. Freue ich mich schon drauf. Ob wir dann die Serie schaffen? Mal gucken. Ich habe meine Spezialattacke schon längst. Ach nee, nee, jetzt bin ich markiert. Da weiß doch Ben sofort, wo ich bin. Ich hab Ben! Wow! Hinter ihm war halt die Klecksbombe. Er konnte nicht da hinten. Und mein Schwall hat ausgereicht. Was ist das? Warum hat's hier jetzt so gegnerische Tinte hervorgebracht? Ach schade, dieses Mal hat er mich bekommen. Okay, ich wollte gerade sagen, Ben ist wieder down, aber es war jemand anders auf der Karte. Ist er? Doch, er ist down, er ist down. Sehr gut, unsere Chance nochmal ein bisschen durchzugreifen. Aber er hat ja einen Teammate, der noch da war, der ist jetzt auch weg. Ich bleib mal hier, um meinen Teammates zu beschützen. Das wäre jetzt als... Hier geht's, sammelte Masse jetzt hier angreifen, aber die Klecksbombe. Während des Falls habe ich die natürlich gesehen, aber als die geworfen wurde, da war schon das Signal an mein Gehirn. Ich springe jetzt runter. Und während des Fluges konnte ich halt nicht mehr ausweichen. Schade. Schade, Schokolade. Ja, okay. Das war jetzt mal eine Runde, die nicht so gut lief. Aber haben wir auch mal gesehen, wie es... Ich hatte noch Schutz, ein Glück, aber bin trotzdem down. Wie es aussieht, wenn ich gegen Ben kämpfe. Eine Runde haben wir noch vor uns. Dann haben wir es für heute auch geschafft. Und der Dynaroller Tesla, der ist erledigt. Wir haben noch einen weiteren Dynaroller, der irgendwann kommt. Nicht in dieser Zeit. Ja, genau. Es sind ja tatsächlich auch nicht mehr so viele Waffen, die wir haben. Ich weiß nicht, wie viele es überhaupt noch sind. Aber so viele sind das nicht mehr. Wir sind ja jetzt bei Part 100... 8, warte, 38, 39... Part 139 müssten wir gerade sein. Wir sind ja schon sehr weit. Wiederum kann man natürlich jetzt die Zahl 139 nicht darauf anwenden, dass ich 139 Waffen gezockt habe. Weil es waren ja Splatfest-Parts, Time-Run-Parts, Rangkampf-Parts mit dabei, zwischendurch. Aber vielleicht haben wir jetzt schon... Ja, ich sag mal, um die 100 Waffen gezockt. Ich würde sagen, 80 bis 100 Waffen haben wir jetzt schon gezockt. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Waffen überhaupt in Splatoon verfügbar sind zu kaufen. Aber hey, trotzdem muss ich sagen, wir sind sehr, sehr weit. Wenn man sich auch den Shop anguckt, das wird... Nein, immer leerer. Und das ist ein Problem, was ich gerade hier sehe, die Klecksbombe. Das ist anscheinend wahrscheinlich ein guter Konter für den Dino-Roller. Weil während er die Klecksbombe schmeißt... Und ich gerade schon einen Schwung ausführe. Ich kann in dem Moment nicht abhauen. Weil erstmal der Angriff zu Ende gemacht wird. Das ist ein guter Konter gegen Dynaroller anscheinend. Aber okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass ich mich da jetzt in Acht gebe. Ich müsste mal so ein bisschen mal den Waffenshop mal vielleicht im nächsten Part, wenn ich dann denke, mal durchgucken, wie viele Waffen da kommen. Aber es sind jetzt auch, ich mal vielleicht schätzen, 20 Waffen bis 30 Waffen. Das ist so jetzt meine Schätzung, die noch... Auch, könnten auch weniger sein, tatsächlich. Könnten aber auch mehr sein. Obwohl, nee, mehr nicht. Oder? Heißt, wir haben es bald, sag ich mal. Ich hoffe, was heißt bald? Also, noch dauert es ein bisschen. Aber nicht mehr lange dauert es. Mann, Ben, ich hasse es. Da fand ich die ersten Runden doch ein bisschen besser, als er in meinem Team war. Und darum habe ich mir so gedacht, heute den Dino-Roller. Wo eh nicht so viele krasse Starke mit dabei sind. Stellt euch vor, jetzt noch gegen Ben und Blade in einem Team zu kämpfen mit Dino-Roller. Da hätte ich doch gar keine Chance gehabt.
Ich wusste ja gar nicht, dass auch Ben mitspielt, aber freue ich mich umso mehr, dass er mit am Start ist. Ich hatte ja heute im Discord auch noch reingeschrieben, dass heute die Aufnahme ist, nur weil es halt ein Montag ist. Hat er halt nicht jeder Zeit. Kann ich komplett verstehen. Mal gucken, wie es bei dem nächsten Part ist. Den nehme ich jetzt Mittwoch auf, für mich übermorgen. Und danach sind wieder aktuelle Parts. Dann ist es wieder als aktuell. Und auch für eine ganze Weile, also. Die nächsten Monate habe ich dann nicht vor, zu verreisen. Und ich fahre ja auch nicht in Urlaub. Ich mache ja wieder Praktikum, wo ich ja jetzt im Sommer schon war, nur jetzt an einem anderen Standort. Na, schade. Ich hätte vielleicht erstmal... ich hätte mit dem Bluffermann vielleicht nicht direkt agieren sollen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt nochmal so ein bisschen vorproduziert. Aber hey, immerhin habt ihr dann Parts, weil sonst würden halt keine Parts kommen. Ganz einfach. Es ist ja jetzt eh wahrscheinlich derzeit ein bisschen lockerer auf dem Kanal, also ein bisschen weniger Videos auf dem Kanal. Ihr seht das ja alles im Sendeplan. Ja, okay, schade. Je nachdem, wie viel ich jetzt in der Woche schaffe aufzunehmen. Weiß ich ja noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Also für euch letzte Woche dann. Ja, das haben wir trotzdem geschafft. Ich bin trotzdem mit meiner Leistung an sich zufrieden. Dino-Roller ist nicht so meins. Das hat man jetzt auch vor allen Dingen in den letzten zwei Runden gemerkt. Da, wo ich dann starken Gegner hatte, da habe ich dann noch meine Schwierigkeiten. Aber hey. Ja, und dementsprechend bedanke ich mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Daher, ja, ich freue mich drauf. 0-5. Jetzt hatte ich nicht mal einen einzigen Kill. Na gut, das ist natürlich dann... Ja, gut, ist halt so. Aber ich habe eine Artikard bekommen. Ja, cool. Warum das? Aber okay. Gut, dann bis zum nächsten Part. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.